Yo Leute, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Mafia 2. Und ja, in der letzten Folge hatten wir ja hier dieses Hotelzimmer gesprengt, so gesagt, mit einer Bombe, weil wir wollten ja Clementi umlegen. Hat nicht so gut geklappt, weil er gerade auf dem Klo hier war. Kannst du mal kurz zeigen? Naja, ich zeig jetzt ein Klo. Sehr cool, ja. Aber er war gerade auf dem Klo gewesen, deswegen konnten wir ihn nicht in die Luft sprengen. Und jetzt geht's ja, glaube ich, los mit einer guten Ballerei, oder? Yo, ich hab's gewusst. Ich hoffe, vom Ton ist wieder alles okay. Ich hab, glaube ich, vergessen umzustellen. Ich weiß es nicht. Weil ich hatte jetzt seit 2 Tagen jetzt nur ein Video gemacht, weil das Internet wieder nicht gegangen ist. Ja, kann alles mal passieren, das Internet nicht geht. Und dann bin ich am Arsch, wenn das Internet nicht geht. Joe, konzentrier dich auf die Arbeit. Ja, der liebe Joe möchte schon wieder saufen hier, aber ich würde sagen, wir holen mal gerade die Thompson. Oder haben wir die? Ah ja, wir haben die, ja, stimmt, ja. Ja, der war doof. Ich übernehme die rechte Seite. Ach so, ich übernehme jetzt diese Seite. Und ich hoffe, diesmal geht's Internet auch wieder. Hey! Ja, der hier, der ist jetzt cool, passt mal auf. Was zur Hölle, du Arsch! Da sind wir uns wieder! Ja, der fällt wieder in die schöne Grafik von Empire Bay hier runter. Und, yo. Jetzt kommen hier, glaube ich, noch Feinde, oder? Ja, wo bleibt er denn? Ihr kleinen Feinde. Kommt ruhig raus, ihr seid umstellt. Kommt raus. Oh shit. Das war eine Brandbombe. Ja, ich würde sagen, hier lang. Jetzt regnet es auch schön hier drin. Das sind jetzt diese Sprinkleranlage. Ja, seht da schon, ich dachte, es regnet. Ja, sehr lustig. Scheiße, da kommen noch mehr. Kommt schon, ihr Arschlöcher, ich warte auf euch. 3, 2. Komm raus. Oh. Hey, was ist denn hier los? Das ist die alte Putze. Gegen dich haben wir nicht. Kann man eigentlich den Besen jetzt da reinschießen? Nee. Ja, es ist ein sehr robuster Besen. Bring nächstes Mal eine größere Bombe mit. Ey, verdammte Scheiße. Woher sollte ich wissen, dass Clementi in dem Moment zum Pissen geht? Wäre die Bombe früher hochgegangen, hätte sie ihn erwischt. Keine Sorge, wir kriegen ihn. Schau, wir sind da. Ja, wir sind da. Oh mein Gott. Habe ich mich gerade wieder. Ich habe mich gerade ernsthaft erschrocken jetzt. Ja. Hol dir das Arsch auf, der Sashi-Style ist unterwegs. Aber irgendwie werde ich immer besser jetzt im Schießen hier. Ja, man wird mit der Zeit dann besser mit dem Schießen. Noch kein einziges Mal getroffen worden. Ja, bis auf jetzt. Sau da oben. Oh, wir sind im roten Bereich der Gesundheit. Eieiei, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, liebe Freunde. So. Schnell raus, würde ich sagen. Schnell. Und ich glaube, jetzt passiert noch irgendwas, oder? Ich weiß nicht. Ah ja, stimmt. Marty ist gestorben. Ei, scheiße. Du kannst nichts mehr für ihn tun. Schnapp mir Clementi. Ich würde sagen, Ruhe in Frieden, lieber Martin. Mit der Pistole nebendran. Jetzt geht's los. Jetzt kommt eine Verfolgungsjagd. Mal gucken, wie die auf normal ist, weil ich spiele jetzt diesmal auf normal. Wenn sie sich trennen, folgst du auf jeden Fall Clementi, nicht den anderen. Nein, der schwarzen Limousine ist, glaube ich, Clementi, oder? Was denn sonst? Bleib du an Clementi? In der schwarzen Limousine. Ja. Du bist mausetot. Ja, du bist auch gleich mausetot. Lieber Clementi, komm, hau ab. Ja, scheiß Limousine hier. Gib mir Deckung. Er will mich doch verarschen jetzt, oder? Drück auf die Tube, Vito. Ich versuch's ja. Der ist gerade da hinten rumgefahren. Gerade wo wir abbiegen wollten. Was ein blöder Saukerl. Schneller! So, jetzt haben wir dich, aber jetzt haben wir dich, Clementi. Jetzt haben wir dich. Jetzt haben wir ihn. Er ist hinüber. Davon überzeuge ich mich persönlich.
Warum ist wieder kein Ton da? Hast du gar keine Musik? Ist für Marty. Ja, wieder kein Ton da. Ich weiß jetzt nicht, was Ballern mit Musik zu tun hat, aber naja, typisch Spiele, ja. Und jetzt tut Joe trauern. Willst du ein Bier? Was trinken, für ey. Scheiße. Hä? Gib mir Eddies Nummer, ich ruf ihn an. So, wieder einen schönen Energy Drink am frühen Morgen hier. Ja. Hallo? Hier ist Joe. Alles erledigt. Alles glatt gegangen? Nein, leider nicht. Wieso? Marty ist tot. Was? Sie haben ihn erwischt. Wir mussten ihn dort lassen. Okay, was ist mit Clementi? Tot. Sehr gut. Und der Junge? Blöd gelaufen. Bauernopfer. Auch war das Wichtigste was? Ist erledigt. Bauernopfer? Das ist mein Freund, von dem du da redest. Verdammt nochmal. Hey, Joe, mich brauchst du nicht anzubrüllen. Sachte. Es war deine Idee und keiner hat den Jungen gezwungen mitzumachen. Tut mir leid, aber sowas kommt vor. Hol dir morgen im Falken dein Geld ab. Ja, von mir aus. Dem ist das scheißegal. Joe, jetzt krieg dich mal wieder ein und schalt einen Gang runter. Mir tut's auch leid, mehr als du denkst. Das war riskant. Ach ja? Hey, das war ein gefährlicher Job. Du hast ihn mitgenommen, ihn hat's erwischt. Glaubst du, im Krieg war's anders? Eddie kann nichts dafür, er kannte den Jungen nicht mal. Ich will den Scheiß jetzt nicht hören. Klar. Lass mich allein. Ich zieh mich nur schnell um, okay? Tut mir leid, Marty. Es tut mir so leid, mein Junge. Ja, sehr ungewohnt. Ein Gangster hier verteilt jetzt Tränen. Ja. Ich möchte gerne was anderes anziehen. Hallo, Vito? Joe? Okay. Der ist am Heulen. Ja. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt nach Hause und ich glaube, dann ist das Kapitel wieder rum, dann ist Kapitel 11 und ja, dann gucken wir, was Kapitel 11 so bringt. Weiß ich alles gar nicht mehr und ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal, was können wir dann mal nehmen? Wir nehmen mal den Hot Rod, komm, der sieht geil, ja, der ist geil. Ja, ja, der ist cool. Oh, Mann. Warum kann der denn einfach anhalten, wenn ich abbiegen möchte? Ja. Ich gebe keinen Kommentar. Kaka, kein Kommentar. Ja, das war jetzt meine Schuld. Ich gebe zu. Und jetzt wollen die mich hier gerade... Jetzt, nicht ernsthaft. Jetzt wollen die mich hier abknallen, die ganzen Leute, weil ich gerade jemandem reingefahren bin. Was geht mit dieser Welt ab hier? Ich meine, ja, ist ja klar, ich würde auch den Schaden bezahlen. Aber warum wollen die mich abknallen? So eine scheiß Gang hier, oder was es ist. Ja, ich blick nicht darüber, aber die Sonne hier ist richtig geil. Und ich würde sagen, komm, wir machen es einfach mal. Ich glaube, wir verlieren unser Geld noch im Laufe der Story. Deswegen können wir jetzt noch ein bisschen verballern. Ja. Hey, Vito, Wagen reparieren, komm. Motor tunen, bis es nicht mehr geht. So. Farben, machen wir mal. Wir können ihn in jeder Farbe lackieren. Such dir was aus. Knietschrot, Rennauto. Lackierung ändern. Die Flammen hier machen wir mal dran. Und Kennzeichen machen wir jetzt keins. Und dann würde ich sagen, beenden. Das ist jetzt ein richtig geiles Auto, Leute. Volle Bulle aufgetunt. Ja. Das Sashimobil ist es hier jetzt. Auf ins Sashimobil. Und warum hält der nicht einfach an? Guck mal, was ein Assi. Mann. Ich meine, wenn bei mir jemand auf der Straße jetzt irgendwie mir kurz vorm Reinfahren ist, bleibe ich natürlich stehen und, was weiß ich, und sag, du Penner oder irgendwas. Aber ich fahre nicht einfach weiter, dass der mir sofort reinfährt und dann sagen kann, ach, der war's, ich rufe einfach die Polizei, ja, ich verzieh mich dann mal, du kannst ja den Strafzettel hier bezahlen. Nee, also, ich würde wirklich, wenn ich später ein Auto habe und mir fährt fast jemand rein, bleibe ich natürlich stehen. Das würdet ihr auch machen. Natürlich, es kann auch sein, dass ein paar Zuschauer von mir schon Autos haben, über 18. Und ja, also ihr würdet auch stehen bleiben, oder? Wenn euch fast jemand reinfahren würde und nicht einfach weiterfahren und dann denken, oh komm, der fährt mir rein. Ist ja nichts Schlimmes, man kann nur sterben. Naja, ja. Das sind diese YOLO-Leute in diesen Spielen. Also ich kann ja auch mal 10 Arten von Mafia-Spielern hier machen. Also von Mafia-NPCs. Das sind wirklich ein paar schlimme dabei.
die ich schon in meinem Spiel aufgedeckt habe, meistens. Oh je. Ich hoffe, in Mafia 3 ist das... ist dieses Problem nicht mehr da, aber Mafia 3 ist immer noch nicht released. Oh Mann. Und die 1.9 auch noch nicht von Minecraft. Also kann ich immer noch kein Vorstellungsvideo machen. Vielleicht ja heute. Ja, hier wohnen wir. Mit der amerikanischen Volksflagge hier. Wenn es so heißt. Ich glaube schon. Amerikanische Volksflagge. Ja. Dürfte so heißen. Und diese Lederjacke passt irgendwie nicht zu dieser großen Villa hier. Aber, naja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt schlafen und dann sehen wir uns in... Nee, wartet mal. Nee, doch noch nicht Kapitel 11. Stimmt ja. Ein paar Stunden später. Jetzt kommt das noch... Was ist denn das nochmal? Irgendwas, wo jetzt ein Notruf kommt oder sowas. Na, ich möchte jetzt nicht so viel spoilern hier. Hallo? Ja, spreche ich mit Vito? Wer will das wissen? Ich bin Leon, der Barkeeper vom Lone Star. Ach, Leon, das ist Leon. Er sagt, du bist ein Freund von ihm. Ja, was ist mit ihm? Der gute Joe hat die ganze Nacht nur vom Feinsten gebechert. Dann hat er was von einem Marty gefasselt und seitdem ist ziemlich ungemütlich mit ihm. Wovon reden Sie? Dein Freund hat sich nicht mehr im Griff, Mann. Er fuchtelt mit der Kanone rum und keiner kann ihn zur Vernunft bringen. Ach, toll. Ich will keinen Ärger mit euch, Jungs. Kannst du wieder herkommen und diesen besoffenen Sack vom Barhocker kratzen, bevor noch jemand abknallt oder irgendjemand die Bullen ruft? Vito, holst du jetzt deinen beschissenen Freund ab? Kann ich mit dir rechnen? Okay, ich komm vorbei. Und hey, geben Sie ihm keinen Schnaps mehr, bis ich da bin. Ich versuch's. Aber dein Freund, er wird damit nicht einverstanden sein. Hey, wenn Sie ihm den Hahn nicht sofort zudrehen, drehe ich Ihren ab. Haben wir uns verstanden? In Ordnung, Mann. Aber beeil dich. Wie viele sind noch in der Bar? Ich bin mit ihm allein. Dein Freund ist ungefähr seit einer Stunde hier und hat alle anderen vertrieben. Okay, schließen Sie ab, bis ich da bin. Dauert nur ein paar Minuten. Alles klar. Danke. Oh je, Leute. Da hat der liebe Joe wohl ein bisschen zu viel gebäschert in der Bar. Durch Martys Tod jetzt hier. Naja, ist ein bisschen verständlich. Manche saufen ja auch, wenn jemand stirbt. Das heißt, dann besaufen die sich so lange, bis sie es vergessen haben. Finde ich jetzt irgendwie nicht so toll, aber... Wie gesagt, jeder kann machen, was er möchte. Und ich würde sagen, wir fahren... Mit was fahren wir denn? Ach komm, mit dem coolen Auto fahren wir jetzt mal hier mit dem... Mit dem American-Style-Auto Walter Military fahren wir jetzt. Ja. Ja, das war jetzt meine Schuld. Aber die Polizei kriegt uns eh nicht. Der bleibt zum wieder... Der bleibt zum Beispiel wieder nicht stehen. Ich möchte ihn überholen. Der bleibt zuerst kurz stehen, dann fährt er weiter, wo ich gerade überholt habe. Mann, 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 was eine Gegend. Wirklich. Da gibt es, glaube ich, sogar 50 Arten von Mafia-NPCs. Heieieiei. Mal ein kurzer Test. Wenn man jetzt hier so fährt und ich fahre jetzt auf die anderen Seite. Ich bleib stehen, der fährt mir natürlich rein. Ich wollte gerade bremsen, der bremst nicht. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier ins Slittern komme, weil hier hat es geregnet, hier ist es glatt. Ich könnte zum Beispiel jetzt ins Slittern hier kommen. Ich rutsch auf die andere Seite. Ich bleib stehen. Der bleibt nicht stehen. Das war jetzt ein gutes Beispiel dafür. Ja. Ist anscheinend irgendein Spielebug oder sowas. Oder ein Programmierfehler, ich weiß es nicht. Ja. So, F aussteigen. Anklopfen. Vito, endlich. Also gut, wo ist er? Da drüben in der Ecke. Ich habe versucht, ihm nichts mehr zu geben, aber der Saukerl wollte mir den Laden zertrümmern. Okay, schließ ab und gib mir eine Minute. Ein bisschen zu tief ins Glas geschaut, hä? Wie geht's dir? Vito, da bist du ja endlich. Die anderen sind schon alle gegangen. Tja, Joe, warum wohl? Oh. Ha, genau. Mit dem Auto hier? Hab ein Taxi genommen. In der Gegend würde ich doch mein Auto nicht parken. Okay. Trink aus, wir gehen. Ihr wollt gehen? Okay, Martin. Ich lass euch raus. Auf dein Wohl. Hast dich tapfer geschlagen. Scheiße. Wo sind denn meine Schlüssel? Tut mir so leid, Junge. Das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte nicht passieren dürfen. Verflucht! Tu die Scheißknarre weg, bevor noch was passiert! Oh, scheiße. Sag mal, hast du sie noch alle? Was soll der Scheiß, du Vollidiot? Jetzt gibt's Krach.
Ich wollte nur... Was wolltest du? Halt dein blödes Maul und schaff deinen versoffenen Arsch hier raus. Schon gut, schon gut. Komm ja schon. Ja, Leute, und hier ist die Folge jetzt wieder rum. 15 Minuten sind erreicht und ich würde sagen, in der nächsten Folge beschatten wir den armen Barkeeper, der leider nichts für seinen Tod jetzt hier konnte. Aber naja, natürlich, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst es mich natürlich mit einem Like wissen. Natürlich, wenn ihr mich abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Und wie immer, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer SaschiLP. Und ich guck jetzt mal, wer da angerufen hat. Ja, ciao.